Wer ist Friedrich II.? Lebt in seiner Gestalt das Erbe des Islam fort? Heimat Friedrichs II. Ist Süditalien. Durch eine Heirat wird es zum Herrschaftsgebiet der deutschen Staufer. Den Landstrich hatten muslimische Sarazenen für lange Zeit geprägt. Gegenüber den Sarazenen beweist der deutsche König Großmut und politisches Geschick. Er siedelt die Muslime in der Garnisonsstadt Lucera an und macht sie zu seinen treuesten Untergebenen. Ein Zeichen der Toleranz? Die Toleranz, die Friedrich II. Praktiziert, ist auch eine Sache des Kalküls. Auch als sie seine Macht einmal in Frage stellen, vertreibt Friedrich die Sarazenen nicht. Ein Verhalten, das einzigartig ist unter den christlichen Herrschern seiner Zeit. Was zeigt das? Nun, dass Friedrich ein Pragmatiker war und kein Ideologe. Pragmatisch geht der Staufer auch beim Ringen um Jerusalem vor. Er setzt auf Verhandlungen. Das Schachspiel mit dem Sultan von Kairo mag Legende sein. Tatsache ist das erreichte Abkommen, das den Christen freien Zugang zu den Pilgerstätten im Heiligen Land gewährt. Friedrichs Kreuzzug der Versöhnung kommt ohne Blutvergießen aus. Sein ungewöhnliches Verhalten und sein Erfolg machen den Staufer verdächtig. Hat er insgeheim die Seiten gewechselt? Steht der deutsche Kaiser den Muslimen näher als den Christen? Der Friedensstifter wird von seinen Gegnern zu einer Ausgeburt des Teufels gemacht. Eine zeitgenössische Karikatur stellt Friedrich als einen vielköpfigen Drachen dar. Die Propaganda macht den Staufer zu einem Untier, das das Christentum bedroht. Hat der deutsche Kaiser die Grenze zwischen Abend- und Morgenland überschritten? Noch heute ist Friedrich II. Ein Rätsel. Ebenso wie sein berühmtestes Bauwerk, das Castel del Monte. Findet sich hier der Schlüssel zum Verständnis des Staufers? Der Gang durch die Festung erschließt Bauelemente aus verschiedenen Epochen und Kulturen. Zufall oder Konzept? Mehrdeutig ist das Bauwerk nicht nur in seiner Dekoration, sondern auch in seiner Ausstattung. Auf jedem Stockwerk stehen Waschbecken und Toiletten mit Wasserspülung zur Verfügung. Die Idee dazu stammt aus dem Orient. In Europa sind solche Einrichtungen zu der Zeit noch völlig unbekannt. Lassen die Entdeckungen Rückschlüsse auf die Bedeutung des Castel del Monte zu? Die Botschaft des Castel del Monte ist eine der Toleranz. In Friedrichs Reich waren unterschiedliche Kulturen und Religionen vertreten. Der Kaiser wollte diesem Umstand auf jede erdenkliche Weise Rechnung tragen. Und so vereinte Friedrich II. In diesem Bauwerk ebenso viele Stilelemente wie Völker in seinem Staat. Das größte Geheimnis des Castel del Monte liegt in seiner Form. Als Achteck zitiert es Herrschaftsbauten aus allen Kulturen, vereint Abendland und Orient. Der Staat, den der Staufer in Süditalien errichtet, soll dies ebenfalls tun. Der Staat, den Friedrich II. Gründet, ist ein Beamtenstaat nach orientalischen Vorbildern. Die Macht zentriert sich in einer, in seiner Person. Für die Ausbildung der Verwaltungselite, die er für diesen Staat benötigt, gründet er in Neapel eine eigene Universität. Die Universität trägt noch heute den Namen ihres Gründers. Friedrich II. Ist ein Visionär des 13. Jahrhunderts.
In seinem Reich in Süditalien wird das Erbe des Morgenlandes lebendig. Ein Erbe, das aus den Zentren der arabisch-islamischen Kultur stammt. In Damaskus und Bagdad waren antike, persische, indische und chinesische Errungenschaften gesammelt und weiterentwickelt worden. Im 12. und 13. Jahrhundert erreicht das Wissen des Morgenlandes über Italien und Spanien Europa. Das Erbe des Orients führt zum Aufbruch des Abendlandes. Mit der Renaissance beginnt das goldene Zeitalter Europas. Florenz in Oberitalien wird zu einem seiner Zentren. Hier nimmt das Bild des modernen, selbstbewussten Menschen zum ersten Mal Gestalt an. Im Westen hat sich die Renaissance entwickelt, mit Kunst, aber auch mit Technik, mit neuen Einsichten der Philosophie. Es hat sich die Reformation gebildet, das religiöse Individuum ist selbstständig geworden. Das alles hat möglich gemacht, einen gewaltigen Aufschwung. Ein Aufschwung, der ganz Europa erfasst. Seine Grundlagen sind die Errungenschaften des Morgenlandes. Navigationsinstrumente, die auch die Erforschung des Himmels ermöglichen. Arabisch-indische Zahlen, mit denen in Europa fortan gerechnet wird. Die Medizin der Muslime und ihre Instrumente revolutionieren die Heilkunde des Abendlandes. Orientalische Früchte und Gewürze bereichern den Speiseplan Europas. Papier wird zur Grundlage von Wissen und Bildung. Und die Mühle zur Kraftmaschine der Neuzeit. Das Vermächtnis der arabisch-islamischen Welt findet seinen Weg in den Westen. Im Osten wird es durch eine neue Macht bedroht. Es sind Mongolen. Werden die nomadischen Reiter das Ende des goldenen Zeitalters im Islam besiegeln? Sie stammen aus den Steppengebieten Zentralasiens. Unter Führung der Khane werden sie im 13. Jahrhundert zu einer gefürchteten Macht. Ihre Angriffe sind unberechenbar und verheerend. 1258 erreichen die Mongolen Bagdad. Berichte sprechen von unvorstellbaren Gräueltaten. Hunderttausende sterben durch die Kämpfe und ihre Folgen. Als Zeichen ihres Triumphes stapeln die Eroberer die Schädel ihrer Feinde zu Pyramiden. Die Zerstörungswut der Nomaden richtet sich auch gegen Bücher. Der Wissensschatz von Generationen wird vernichtet, mit katastrophalen Folgen. Einer dieser Schläge, der ganz entscheidend war, war der Einfall der Mongolen, die Totalzerstörung von Bagdad, zum Beispiel unter anderer Städte. Das fruchtbare Land des östlichen fruchtbaren Halbmonds, Euphrat und Tigrisbecken und so weiter, wurde auf Jahrhunderte lang sozusagen verwüstet und zerstört. Das Ende Bagdads ist nicht das Ende der islamischen Kultur. An den Rändern des Reiches setzt sie ihre Blüte fort. Das prachtvolle Samarkand im heutigen Usbekistan wird von den Nachkommen der Mongolen gegründet. In ihrem Mausoleum befindet sich auch der Sarkophag eines Herrschers, der im 15. Jahrhundert an das goldene Zeitalter des Morgenlandes anknüpfen will. Uluk Beg. Die Leidenschaft des Sultans gilt der Astronomie. In Samarkand hat er ein monumentales Gebäude errichten lassen, das einzig der Beobachtung der Himmelskörper gewidmet ist. Unter Uluk Beg sollen die genauesten Sternentafeln seit der Antike entstehen. Tatkräftig trägt der muslimische Herrscher selbst zum Erfolg des Unterfangens bei. 1018 Himmelskörper und ihre Position am Nachthimmel wird sein Sternenkatalog am Ende auflisten. Erst zwei Jahrhunderte später werden europäische Astronomen
die Himmelskundler von Samarkand übertreffen.